herzlich willkommen. Jetzt starten wir das Finale des Teach Today Wettbewerbs. Medien aber sicher machen Medien Meinung. Viel Glück, viel Erfolg und toi toi toi. Oh, are you ready? Drei, zwei, eins und schön eng zusammen, ja! Das ist unsere Schule. Die Heinrich-Heine-Gesamtschule in Duisburg. Und wir sind die Mädels-Scouts. Wir wollten gucken, wie Kettenbriefe Schüler beeinflussen. Deswegen haben wir an unserer Schule ein Experiment gestartet, in dem wir einen Kettenbrief herumgeschickt haben. Ja, die Medien-Scouts sind ausgebildete Schülerinnen und Schüler und sollen praktisch ihre Schulkameraden aufklären über Gefahren der Medienwelt, vor allen Dingen Social Media, oder dass sie auch sachgerecht überhaupt mit dem Medium umgehen. Es kamen Schüler zu uns, die uns Kettenbriefe gezeigt haben, die Sorgen davor hatten, weil die weitergeleitet werden sollten und die nicht wussten, was sie damit machen sollten. Und daraufhin haben die Medien-Scouts dieses Thema aufgegriffen und gesagt, da müssen wir uns noch mehr auch kundig machen. Da wollen wir alle Facetten nach Möglichkeit beleuchten. Und so sind wir auf die Idee gekommen, praktisch selber einen Kettenbrief in Umlauf zu bringen. Und auf die Art und Weise können sie praktisch selber vorbereiten. Etwas, was sie dann später im Unterricht auch immer den Kindern dann auch erzählen wollen und sie eben warnen wollen und eben auf die Medienwelt vorbereiten wollen. Und hier kommen sie, die Medien-Scouts der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Duisburg. Ihr habt euch sicher gefragt, wofür ihr diesen Karabinerhaken habt. Wenn ihr es schafft, in 2 Minuten eine möglichst lange Kette zu bilden, da fahrt ihr mit uns alle nach Berlin. Dann gibt's eine Klassenfahrt nach Berlin. Los, los, ihr habt nur noch 1 Minute. Schneller. Los, los. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boah, ist die Kette lang. Muss ich auch halten. Ihr habt das alles ganz gut und toll gemacht und ganz schnell und ihr habt eine ganz lange Kette hinbekommen. Aber ich muss euch leider enttäuschen, wir fahren nicht nach Berlin. Genau so ein Experiment haben wir auch in unserer Schule mit einem Kettenbrief gemacht. Wir sollten gewinnen, weil wir darüber aufklären, dass ihr keine Angst haben müsst vor Kettenbriefen. Wir sollten gewinnen, weil wir uns getraut haben, ein Experiment durchzuführen, ohne zu wissen, was dabei am Ende herauskommt. Wir sollten gewinnen, weil wir als Medien-Scouts unsere Mitschüler vor den Gefahren der Medienwelt beschützen wollen. Was sagt denn unsere Jury? Ich möchte alle was sagen. Merkt man schon, dass das einfach eine super coole Idee war, mit der Kette nochmal zu zeigen, was der Kettenbrief eigentlich mit den Leuten macht. Das habt ihr jetzt erfahrbar gemacht. Das fand ich eine ziemlich coole Nummer. Und wie gut fandet ihr diesen Auftritt? Stimmt ab durch Klatschen, Schreien, was auch immer. Platz Nummer 1. Kettenbriefe irritieren Kinder. Oh. Kommt zu uns da vorne, ihr kriegt einen riesigen Applaus. Oh. Platz 1, Max Oberüber, du bist der Preis. Ja. Herzlichen Glückwunsch, sehr gut. 1, 2, 3.